Wollen Sie zu mir, Mr. Morrison? Glauben Sie, ich reite 10 Meilen zum Vergnügen? Wo ist Harris? Was wollen Sie denn von ihm? Ich habe mir erlaubt, meinen eigenen Sklaven zu verkaufen. Ausgerechnet Harris? Er war der tüchtigste Mann in der Fabrik. Ich weiß, was ich zu tun habe, mische ich nicht hinein. Aber, Mr. Morrison, sehen Sie sich die Maschine dort an. Die hat er erfunden. Sie ersetzt ihn 6 Sklaven. Ach, lassen Sie mich bloß mit Ihren Maschinen in Ruhe. Sklaven sind mir sicherer. Die rosten wenigstens nicht. Das hat mir gerade noch gefehlt. Nicker spielen sich als Erfinder auf. Runter mit dem Dreck. Dazu haben Sie kein Recht, Mr. Morrison. Ich habe nicht ein Gehirn vermietet, sondern ein paar Arme. Sie wollten seinerzeit gute Arbeiter haben. Die haben Sie bekommen. Er ist mein bester Mann. Lieber kaufe ich ihn selber, bevor ich ihn weggebe. Legris ist mein Freund. Er hat einen guten Preis für ihn bezahlt. Er wird ihn schon lehren, was das heißt, arbeiten. Los! Scheiße! Geh schon! Nehmen Sie ihn mir nicht weg, Mr. Morrison! Ich bezahle Ihnen mehr als Mr. Legris! Ach, lassen Sie mich in Ruhe, Wilson. Wir leben in einem freien Land. Ich kann mit meinen Niggern machen, was mir passt. Ich biete Ihnen $1000 für den Mann. Tut mir leid, verkauft ist verkauft. $1500! Los! 2000! Den sehen Sie nie wieder! Dich haben sie alle gehört. Du hast sie aufgehetzt. Lassen Sie den Mann los! Ich will ihn zurückkaufen. Sagen Sie mir den Preis. Tote Nigger kosten nichts. Ich